Unsere Pokémon sind jetzt. Unterwegs. Ich könnte auch spaßeshalber Wundertausch machen. Solange bis wir. Ja, machen wir. Solange bis wir wirklich was haben, was wir wollen. Ich habe nämlich noch Pokémon, die ich nicht brauche. Scop. Ich werde auch, denke ich mal, wenn ich auf der Arbeit bin, versuchen, Pokémon zu fangen. Mauzinger? Mauzinger? Ist das die Weiterentwicklung von dem Mauzi? Also, wenn das die Weiterentwicklung von Mauzi ist, dann tut's mir leid, ich fange keine Weiterentwicklung. Ich will das Mauzi-Event schon selbst entwickeln. Als Model bin ich Expertin darin, die Vorzüge meiner Partnerin ins Rampenlicht zu stellen. Bundlebee! Kurama! Und ich suche immer noch ein glaziles Eis-Pokémon. Und würde mir wünschen, dass es eins gibt. Aber ich würde gerne. Mein Ponita eine Eisattacke beibringen. Honweiß ist auch Käfer. Und die gibt es hier auch. Ich weiß dann auch wo die Vorstufe geht. Die sind in Bäumen. Aber die Vorstufe habe ich noch nicht bekämpft. Ich bin ja aufs Endgame gespannt. Was für eine tolle Demonstration der Vorzüge deiner Pokémon. Du bist ein guter Trainer. Der Tausch ist abgeschlossen. Ich bin mal gespannt, was wir bekommen. Tatourü? Oh ja, was zum? Geh doch weg. Da wird sich jemand freuen. Na, geh weg. Aber das ist ja doch so ein Toxel. Aber ich hab schon einen. Ich hab sogar einen schon weiterentwickelt.
Und so singen wir laut und klar, Miss Mary wird der Champ, hip, hip, hurra! Schnell wieder weg. Wir sind noch Weiterentwicklung. Ein Taxi-Pilot hat immer und überall einsatzbereit zu sein. Auch für Pokémon-Kämpfe. Du bist ein Taxi-Pilot? Natürlich hast du Vogel-Pokémon. Ein Kranowitz. Ah, da hab ich Jimmy Kim! Nein, fertig. Nicht bleib so. Ist ja auch ein Vogel-Pokémon. Ah, du bist ja so süß. Stirb! Egal wohin ich meine, mit meinem Taxi, Düse, Einsamkeit und Niederlagen sind meine ständigen Begleiter. Oh. Schlaraffel. Wow. Die sind schnell. Auch zu Route 8, zu den ein Sonnenfüll. Ein Rehorn. Ich hatte noch keins. Doch, ich hab schon eins. Das ist die Vorstufe von etwas, komm her. Wenn man bedenkt, dass mein Level gerade mal nur 2 drüber ist. Alter, was? Okay, das ist sehr effektiv. Das wird er nicht überleben. Deswegen haben wir ihn noch nie gefangen. Ich muss was reinschicken, was effektiv ist, aber was nicht tödlich ist. Und da wäre Liz, glaub, ziemlich gut. Zauberschein, komm. Das ist nämlich schon heftig.
No, Liz! Ich lebe erst wieder wegen Erfahrungspunkte. Ich muss bald wieder neue Beleber kaufen. Ich kaufe immer so wenig, weil die einfach so fucking teuer sind. Wir haben noch 16 Superbälle. Ich glaube, ich werde alle Superbälle mal verkaufen. Golbit wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Sie bestehen aus Lehm und existieren schon sehr lange. Einige von ihnen haben den unerklärlichen Drang, große Felsen aneinander zu reihen. Ein wildes Sonnfell! Kehrtwende ist effektiv, deswegen gucken wir mal. Oh ja. Kann ich den wieder reinwechseln? Nee. Los, war Schnee! Versuch's mit dem Hyperball, der verstärkt sich. Das wird nicht gut ausgehen für mich sonst. Okay, ich muss noch schwächen. Ah, es wird länger dauern, als ich gedacht habe. Und er verstärkt sich wieder. Aber dieses Verstärken bricht mir jetzt das Genick. Noch einmal, dann haben wir ihn. Ja, ich heile ihn! Das ist eine Teamattacke, okay. Gut zu wissen. Ne, ich muss ein Pokémon wechseln. Bin mir sicher, der überlebt. Das überlebe ich aber nicht. Er überlebt, komm. Wenn nicht, fangen wir uns noch eins.
Wuhu, da gerade so. Und tschüss, Svenida. Nein. Rein in den Hyperball. Ich muss zwei fangen. Denn Sonfel. Ach komm, ey! Warum? Das ist ein fucking Hyperball! Und du bist fast am Arsch! Okay, da habe ich gehört, dass er drin ist. Ja! Und ich weiß, dass Sonfe mit Lunastein ein paar bilden. Deswegen muss ich zwei Sonfel fangen. Für Sonfel wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es rotiert um die eigene Achse und strahlt dabei sonnengleiches Licht aus, mit dem es den Gegner blendet. Und dann fragt er, wie geht's dir? Und er sagt, blendend. Nee, sorry, der war nicht gut. Der war nicht gut. Nein. Vergiss, was ich gesagt habe. Togedamaru! Hat das eine Weiterentwicklung? Ich glaube nicht. Ich wusste, dass ich ohne Bedenken. Oh Gott. Okay, wenn er besiegt wird, ist nicht schlimm, den belebe ich nicht wieder. Ich weiß nicht, ob ich einen Ladungsstoß riskieren soll. Weil das ist eine sehr starke. Ach nein! Hi Katoka! Hast nicht viel verpasst. Ich bin gerade erst in der Route drin. Wo wir gestern aufgehört haben. Okay, ich schmeiße einfach Hyperbälle. Das Vieh richt mich gerade auf. Hat Blitzfinger, der Arsch. Bingo! So. Ach ja, und ich habe ein Sonnenfell gefangen. Sonnenfell gibt es nur bei mir, deswegen muss ich noch eins fangen. Pony, der entwickelt sich! Oder eher gesagt, nein, weiß Schnee entwickelt sich! Ganz ehrlich, der Name passt. Perfekt. Auch wenn es kein Eis-Pokémon ist. Oh, nice. Ich hatte heute, also ich bin erst sehr spät aufgewacht, hab mir dann was zu essen gemacht, Wäsche und war noch baden, also das hat schon ein bisschen gedauert, bis ich dann soweit war zu streamen. Ich habe dann nur meine Box ein bisschen aufgeräumt vorm Stream und Pokémon halt losgeschickt, Jobs zu machen. So, wenn es die Attacke Psychoklinge mit seinem Horn einsetzt, Psychoklinge bekommen wir. Es sieht stark genug, um sogar Löcher in dicke Metallplatten zu bohren. Psychoklinge! Egal wie stark sie ist, sie kommt auf jeden Fall rein. Sie ist auf jeden Fall stärker als alles andere. Im Psychstrahl.
Lass ich mal drin, obwohl. Der Spezialangriff von ihr ist nicht so gut. Und es ist Psycho-Fee geworden! Das war doch sonst nur Psycho. Für Togedamaru wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Der Schweif an seinem Rücken absorbiert Blitze. Das hätte ich vorher wissen müssen. Und Angriffe von Elektro-Pokémon. Es speichert den so gewonnenen Strom in Elektrotaschen. Oh ja, also es ist... Oh, ich finde diese Alola- und Gala-Pokémon meistens sogar besser als die Original. Außer Mauzi und Digda. Ach ja, das ist nicht mein... Das ist, das habe ich vorhin bekommen durch so einen Tausch. Ich tausche ab und zu mal so. Das ist krass. Vor allem, man hat doch Zeit. Ich lass mir voll Zeit mit dem Spiel. Klar, ich könnte es heute durchbekommen oder so, aber nein. Nein, will ich nicht. Ich will es genießen. Ich will auch Pokémon fangen. Und ja.